Hier sprechen die Miu. Hallöchen. Und der Ostra zu einem besonderen Tag im Erntedankfest. Bei Harvest Moon Back to Nature. Das Erntedankfest. Dankeschön, Miu. Gerne. Und zu diesem besonderen Anlass ist wieder ein wunderschöner neuer Morgen angebrochen. Und wir brauchen auch Gemüse. Wir brauchen irgendwas, was wir denen geben können. Wie wäre es mit, Aber es muss schon angebaut sein. Das darf aber jetzt nicht erst diesen Monat kommen, dann ist das, oder? Ja, wir können mal eine Gurke mitnehmen, wir können mal eine Tomate mitnehmen, eine Zwiebel, die sind aus diesem Jahr. Wir können mal eine Möhre aus diesem Jahr. Und eine Kartoffel kann ich mal mitnehmen. Ja, okay. Und dann können wir uns gleich spontan entscheiden, was wir machen wollen und nehmen wollen. Und es ist sehr gutes Wetter im Moment im Herbst. Ich bin überrascht. Überraschend, ne? Aber im Real Life war es ja auch so. Wir hatten sehr gutes Wetter im Herbst. Und jetzt Dezember, Januar, Februar wird es wahrscheinlich auch noch so sein. Ist scheiß Wetter. Ja, das stimmt. Es ist nichts gekommen an Post. Wir machen trotzdem noch unsere technischen Arbeiten. Die Wichtel kommen aber. Ja, aber nur noch drei. Nur noch die sieben Tage da bleiben. Stimmt. Die sollten es aber trotzdem gebacken kriegen. Ah, guck mal, fertig. Sehr gut, okay. Der Mais, glaube ich, auch, ne? Der Mais ist auch fertig, dann können wir dann da zu Hühnerfutter ein bisschen Hühnerfutter draus machen. Wir können auch alles aus Hühnerfutter machen. Echt? Mhm. Wenn du das sagst, machen wir das so. Ich meine, das ist ja, das wächst ja nach. Mhm. Ich weiß, ich mache es jetzt einzeln, das mache ich aber deswegen, weil ich nicht unbedingt, du weißt schon. Dann wieder suchen dann muss. Dann sortieren will, nach Sachen, genau. Wegen den anderen Sachen, ja. Obwohl, den könnten wir auch mitnehmen, weil der ist nicht aus dieser Jahreszeit. Nimm doch einen. Und ich denke, und da das von Won ist, ist es ja relativ selten für die Leute da draußen. Für die Otto-Normalbauern und Dörfler. Das sind ja gar keine Bauern außer dir. Das stimmt, ja, deswegen ist es ja so richtig, dass ich zum Erntedankfest komme, sonst kriegen die nichts zu essen das ganze Jahr. Das stimmt. So ist das. Ihr habt gar nichts zu meiner kleinen Geschichte gesagt. Also doch, Trauben. Mit Basil und der Frau von Basil. Naja. Tja. Da habe ich mir die so gut ausgedacht. Das war ein Traum von einer. Keiner hat die letzte Folge geguckt. So ist es. So, mal gucken eben. Haben wir jetzt genug davon? Nein, wir haben erst 56 davon. Das heißt, wir brauchen noch jede Menge Kohl. Das heißt, jede Menge noch zweimal anpflanzen und dann ist ready. Nee, reicht nicht. Warum? Aber das sind, wenn wir jetzt 56 Stück gekriegt haben. Ja, nee, wir haben jetzt 8 gekriegt. Logischerweise. 16, Entschuldigung. 16. 15, um genau zu sein, weil wir ja ein paar Sachen getan haben. Ja, dann müssen wir noch ein paar Mal anpflanzen. Ist ja nicht so schlimm, oder? Dann müssen wir noch ein paar Mal anpflanzen. So, das nehme ich leider jetzt mal mit. Leider wächst das nicht nach. Was? Nee, das wächst. Nee, Kohl wächst nicht nach. Nee, macht aber auch im echten Leben keinen Sinn. Das finde ich aber schade. Grünzeug wächst meistens nicht nach. Werf aber nichts daneben, das ist teuer. Nein, das mache ich nicht. So, eben sortieren, damit wir nichts falsch machen. Jetzt muss ich mich genau konzentrieren in dieser Folge, weil ich auch keine Fehler machen. Perfekt. Wir können der Erntegöttin heute nichts geben, weil die macht sich natürlich auch mal einen freien Tag am festen Tag. Die ist zwar eigentlich immer frei. Ja, das ist jetzt im Moment ein bisschen nervig gerade mal. Warte mal eben. Ich fütter mal eben nur die Hühner. Jetzt, wo ich gerade hier bin. Ich muss gleich nochmal eben zurück in den Kühlschrank. Mir ist das gerade alles zu wibbly, weil jetzt kriege ich das ja gar nicht gebacken, dass ich die Eier und so schnell genug hinkriege. Vor allen Dingen, nimm doch einfach nur eine Sache mit. Lass uns einfach nur den Kohl mitnehmen. Ja, okay. Du hast recht. Kohl ist eine gute Idee. Ihr seid derselben Meinung, sehe ich auch so. Wir hätten vorher fragen können eigentlich, aber jetzt ist es zu spät. Ihr antwortet ja eh nie. Nein, das ist ja nicht wahr. Das stimmt. So. Ich wollte aber einfach mal so sein. Viele sammeln sich auch erst Folgen, habe ich jetzt gelesen in einem der Kommentare. Echt? Dass sie erst warten, dass so 3, 4, 5 Folgen raus sind und dann wieder gucken. Das ist aber bei Harvest Moon blöd, weil man dann halt nicht entscheiden kann, ne? Ja. Da geht es ja manchmal schon um 1 oder 2 Folgen. Deswegen machen wir es ja nicht täglich, damit man genug Zeit hat. Auch die Dinge dann. Ich muss trotzdem. Sonst könnten wir ja vor. Wir machen das ja immer live. Ja, sozusagen, wir machen es immer live am Tag. Weil, sonst könnten wir ja vorproduzieren und dann kann aber keiner entscheiden. Aber wir wollen das ja so extra live machen, damit die Leute entscheiden können. Also ihr entscheiden könnt. Richtig. Da hast du sehr gut gesagt. Ja, ne? Das stimmt auch. 100%. Ich hab voll die Knubbelnase, das nervt mich voll. Ach Quatsch, ich habe auch eine Knubbelnase. Ich hab so eklig hohe Nasenlöcher, das heißt, jedes Mal, wenn ich normal gerade sitze, kann man in die Nase gucken. Und in mein kleines Gehirn, das will ich nicht. Ich sitze nur so da. Mio is on the way.
So, hallo Gerdel. Du scheinst heute ja gute Laune zu haben. Ich bin das, der hier was sagt, okay. Bertha ist schwanger, nicht abzapfen. Okay, 16 Tage soweit sein. Selina, so, das ist wieder ein Schäfchen mit Wolle. Und das wollen wir ja so lassen, weil das soll ja dann am Schaffest teilnehmen, das ist richtig. Ich hoffe, es ist Freddy. Das hoffe ich auch. Wenn das nicht Freddy ist... Aber wer soll das sonst sein? Musst du das sonst abscheren. Das ist Freddy, okay. Wer soll das denn sonst sein, bitte? Ja, das andere. Mimi. Mimi war doch erst. Ach, du passt gar nicht auf. In etwa 16 Tagen ist es soweit. Natürlich passe ich auf. Auf mich zu Kinnhaken. Sonst zeige ich dir mal, wie ein richtiger Kinnhaken aussieht. Mhm. Ich hab's dir gegeben, Bitch. Aber das hat weh getan. Das tut mir leid. So, wir müssen jetzt schauen, dass es jetzt sehr schnell zustatten geht mit dem ganzen normalen Rotzel. Warte mal, wir müssen 8 Tiere füttern, ja? Das ist richtig. Ich habe da gerade so ein bisschen den Stall ausgebürstet. Gut ist, dass man hier wirklich nicht ausmisten muss, weil sonst wäre das wahrscheinlich... viel zu viel. Aber dann könnte man den Wichtern ja sagen, Leute, kümmert euch mal um die Tiere. Das Problem ist, ich glaube, wenn die melken würden... Das würde alles daneben gehen. Nee, würden die das ja nicht verarbeiten. Das ist ja bei deiner Tierparade auch. Ihr könnt mich auch gerne verbessern, weil irgendwie finde ich das blöd. Wenn ich den Wichteln sage, die sollen die Tiere versorgen, also melken oder sonst was, wird das einfach zu... Ja, wird das einfach als Milch verkauft und gar nicht, obwohl ich die Geräte habe, zu dem teuersten verarbeitet. Du hast gar keine Wichtel. Wenn du das mit deinem Freund das aufträgst, meinem Freund, ja. Ja, ja, gut, wenn die Wichtel fertig sind, kann ich denen das ja auch auftragen. Wenn das ganze Prozedere fertig ist. Ich habe doch Wichtel. Ja, das weiß ich. Ach, du kannst die auch zum Arbeiten schicken? Ja. Ach, das wusste ich gar nicht. Ich meine schon. So wie ich das gelesen hatte jetzt. In dem Bedienungsanleitungsdingen da. Ach so, ich dachte, das geht auch. Aber erst nach der ganzen Geschichte, meine ich, so war das. Okay, ja gut, dann ist aber theoretisch das Spiel eh so weit vorbei, oder? Ich meine nicht so. Aber was willst du denn noch großartig? Ich meine, ich habe es eh geschafft, in 3 Monaten das ganze Spiel durchzuspielen. Ich warte jetzt eigentlich ja nur darauf, dass ich... Ja, ja, das stimmt. Diesen einen Prozess da, den letzten. Das Problem ist, irgendwie schaffe ich das nie. So, wer übrigens, jemand wollte, dass wir Süßkartoffeln anpflanzen. Wir haben schon Süßkartoffeln ohne Ende angepflanzt. Wollen wir noch mehr Süßkartoffeln anpflanzen? Wirklich? Ich denke ja. Dann können wir das ja mal machen. Was? Ja, weil normalerweise, das sind jetzt, weiß ich nicht, 16 haben wir gesagt. Das sind also 32 Dinger, die jetzt hier rumliegen. Das ist schon ein bisschen was. Guck mal, ich brauchte nicht mal einen Taschenrechner. Heute bin ich gut drauf. Heute bin ich gut drauf, deswegen schmeiß ich auf. Ein bisschen Unkraut, Daugi. Es juckt an der Nase. Ah. Soll ich übernehmen? Soll ich übernehmen? Soll ich übernehmen? Oh mein Gott, ich will übernehmen. Ah. Willst du das in den Korb schmeißen? Ja. Aber das muss schnell gehen. Das dauert zu lange bei mir, also mach du das lieber. Ja, das kannst du mal einen Tag machen, wo wir nicht unbedingt fest an den... Wo kein Fest an die Tür klopft, das wollte ich sagen. Ich dachte, wo wir kein Fest an der Backe haben. Ja, an der Backe auch, ja, das stimmt. Hätte ich auch ganz nett gefunden. Es ist auch elendig lang, wie das dauert. Ich mag das auch selber nicht, dass ich einfach sagen kann, hier, take it all. The winner takes it all und dann ist es fertig. Nein, du musst alles abpflücken. Aber so eine Taste für, du pflückst einfach alles ab, fände ich auch ganz geil. Auch so wie mit dem Gießen. Ein riesen Handschuh einfach. Oder ein Trecker. Ja, das fände ich lustig, so ein riesen Handschuh. Ah, es guckt schon wieder an den Eieieiei. Das ist immer, wenn ich Harvest Moon aufnehme, nein, das ist ja egal, ich habe irgendwas da drin. Irgendwas ist in meiner Nase. Das ist bestimmt das Gehirn, das versucht rauszukullern. Nein, da drin. Da ist doch gar nichts drin. Hör, so ein bisschen Gehirn ist ja wohl in meiner Nase. Ja, so ein Erbsenhirn, vielleicht rollt es deswegen immer raus. Ja, ja. So. Nicht berühren. Ich bin ja empfindlich. Soll ich weitermachen? Ja, du kannst gleich die Mayonnaise machen, wenn du willst. Okay. Oh mein Gott. Ich sterbe gerade. Oh Gott, meine Nase. Wir sind viel zu spät schon für das Fest. Oh. Viel zu spät. Oh. Wir hätten vielleicht mehr Wichtel anschaffen sollen. Gut, dass da keine Zeit vergeht. Oh, meine Nase. Ich konnte die jetzt einfach in die Tasche packen? Ja, okay. Und dann kannst du die wieder rausholen. Ah. Ich wollte dich nicht in die Tasche packen. Ja. Oh. Oh Gott, ich glaube, es geht wieder. Nee, das wollte ich nicht. Kommst du klar mit den Hühnern? Ja, klar. Okay. Oh, was war das denn jetzt, ey? Yokorama in meinem ganzen Gesicht. Und wie findest du die Hühner einsammeln rein? Ganz nett. Ja, besser so.
Sehr gut machst du das. Ich bin froh, dass du das so tust, wie du das tust. Ich muss doch noch Eier haben. Achso. Ja, musst du auch drücken. Ich sollte auch die richtige Reihenfolge. Ja, es ist so ein bisschen komisch für mich, immer die gleiche Taste hintereinander zu drücken. Warum? Das nimmt man... Ne? Okay. Kontinuität nimmt man sowas. Machst das aber heute ganz gut, muss ich mal sagen. Genau, im Kasten stehen ist die beste Idee. Mal gucken, was das gleich für ein nettes Fest wird. Da wollten wir uns ja ein bisschen Zeit lassen. Mal wirklich mit allen nochmal reden und auch gerne doppelt mit allen reden. An so Festtagen sollten wir wirklich die ganzen Dialoge auch mal durchspielen. Wohl. Und für die nächste Zeit dann gucken, dass wir bei Harvest Moon, dass wir versuchen, wieder euch so ein bisschen mit in die ganze Sache zu involvieren. Weil Harvest Moon läuft ja theoretisch jetzt nur noch ein Jahr, denke ich mal. Waren das jetzt alle Eier? Ja. Also ein Harvest Moon Jahr. Und dann müssten wir theoretisch soweit sein, dass das beendet ist und wir uns dann auf den Weg machen, Stardew Valley zu spielen. Das ist ja dann ähnlich. Und ich hoffe, ihr habt dann genauso viel Spaß. Aber dann freue ich mich, dass ich auch ein bisschen spielen darf. Und das geht auch ein bisschen schneller, weil ich mit Tastatur und Maus spielen kann, weil ich bin nicht so der Controller-Typ. Es ist schwierig mit dem Controller, das gebe ich jetzt voll. Jetzt wollte ich ohne alles gehen. Habe ich meinen eigenen pinken Controller und damit läuft alles besser, weil ich fühle mich mit ihm nah verbunden. Ich weiß ja nicht, wie wir das machen bei Stardew Valley. Ob wir dann, würde ich sagen, wir machen das im Multiplayer und wir nehmen dann beide wieder auf, wie das vorher war. Ich weiß nicht. Oder wir machen es an einem Rechner. Weil mein Rechner... Nee, ich mache das nicht an einem Rechner. Ich spiele selber. Ja, dann wäre aber aufnehmen schon wichtig. Das stimmt. Weil sonst sieht man ja deine Farm, glaube ich, gar nicht. Oder wie ist das dann? Weil wir haben ja nicht eine Farm zusammen, oder? Gut, du kannst mich ja besuchen kommen. Ja, aber dann soll ich dich dann jedes Mal, soll ich dann immer gucken, was du den ganzen Tag machst, oder was? Das möchte ich dann auch nicht weiter. Ja, das ist blöd. Ich sag ja. Ja, das können wir ja dann noch gucken und klären. Ja, wahrscheinlich wird es dann darauf hinauflaufen, dass wir beide wieder aufnehmen. Und dann, dass wir vielleicht dann doch mal eine Splitscreen-Variante machen. Die ja eigentlich ganz cool war, auch bei Minecraft, die keiner haben wollte, die ich sehr gut fand. Meiner Meinung nach. Ich fand die auch gut. Ja. Ich nämlich auch. Oder so eine andere Variante wie Infocus, dass man eins groß hat, eins klein hat und dass das dann immer wechselt. Ich weiß nicht, wo die diesen riesen Kochtopf haben. Das ist die Frau. Das ist die Frau, die alle manipuliert. Ich glaube nicht, dass ich heute noch Abendessen kochen muss. Ich nehme einfach die Überreste für einen Eintopf zu Hause mit. Für zu Hause mit? Für zu Hause mit. Achso, mehr gibt's nicht. Es gibt nur einen Dialogstrang. Oh, und einen dann nach dem Fest, ne? So war das doch. Einer vor und einer, wenn die noch rumstehen hier. Hallo, Basil. Meine Herr. Ich habe zahlreiche Kräuter mitgebracht, die ich in den Bergen gesammelt habe, wo Hund und Katz, Eichhörnchen und auch Wildschwein draufgepieselt haben. Bing. Hallo, seht mal, was ich mitgebracht habe. Marmelade. Ich glaube, das wird den Geschmack abrunden. Kannst du einfach Marmelade da reinbringen? Ich muss ein Auge auf Karen haben. Letztes Jahr hat sie Schokolade in den Topf getan. Und dieses Jahr wird's Marmelade. Ich mag Eintopf. Gemüsebrühe ist sehr nährstoffreich. Ich sollte Oma etwas davon mitbringen. Ja, Mann, auf jeden Fall. Hallo, Pater Kater. Oh, das lässt Erinnerung wach werden. Vor langer Zeit habe ich große Töpfe mit Suppe gekocht und an all die Dorfbewohner verteilt, als das Land noch in Armut war und sich alle an die Kirche geklammert haben, bevor sie lesen gelernt haben. Jetzt brauchen sie Pater Kater nicht. Ja, okay, geht jetzt alle bitte etwas zurück. Hey, tu das noch nicht dazu. Oh nein, warum ist jetzt Fisch dabei? Tja, so ist es halt. Chaos, Eintopf. Lass es ziehen, Papa. Der Geschmack ändert sich nicht, wenn alles gut durchmischt wird. Wenn alles gut durchmischt wird? Du hast ja irgendwie eine Pause vergessen. Ich werde heute eine Menge essen. Sie hat einfach rumgeschrien. Ich weiß gar nicht, was sie gesagt hat. Oh, das sieht lecker aus. Ich lebe allein. Daher freue ich mich, mit so vielen Leuten zu essen. Das glaube ich nicht. Hallo, Rick. Oh, das riecht gut. Ah, das bin ich, du Spacken. Rick und ich haben viele gekochte Eier mitgebracht. Gekochte Eier schon. Was denn? Alle haben einfach alles in den Topf geworfen, ohne zu überlegen. Oh, Papa, du hast viel zu viele Kräuter hineingetan. Es wird so widerlich werden. Ich will nach Hause. Vielleicht kocht Karin Schlangenfrau. Oh, hallo, Ustre. Hast du etwas Gutes für den Eintopf mitgebracht? Du betreibst eine Farm. Ich erwarte etwas Besonderes. Ja, Mann, auf jeden Fall. Ihr macht das so, oder? Leck mich! Warum denn? Du sollst ihn erst ansprechen. Ja, ich hatte ihn ja angesprochen. Ich hang an der Leiter fest.
Ja, aber du hast das Ding ja schon rausgeholt. Ach, du hättest ihn, das hättest du direkt da reinwerfen können. Nein, du hättest einfach direkt da reinwerfen können. Wir machen kurze technische Probleme. Wir sind gleich wieder da. Das ist das erste Mal, dass wir sowas machen. Da, mach auch da. Mach da mal da. Da sind wir wieder zurück. Okay, und wir haben jetzt mit dem Bürgermeister gesprochen und wir haben etwas mitgebracht. Habe ich ihm mal gesagt. Und jetzt soll ich das in den Topf tun. Und jetzt schmeißen wir uns in den Topf. Blub. Zum Glück habe ich noch einen zweiten Kohl dabei gehabt. Haha, nein, wir haben die ganze Scheiße nochmal gemacht. Das war's. Na klar, alle Festtag essen von den Marmeladen zu Gewürzen. Das hat Spaß gemacht, nicht wahr? Es ist schön, mit vielen Leuten gemeinsam zu essen. Jetzt, wo ich zu Kräften gekommen bin, sollte ich vielleicht einen Berg besteigen. Nachts. Mach das. Das ist total ungefährlich. Wenn ich eine Frau darauf gebracht hat auf diesen Trichter, weiß ich, dass ich mit meiner Theorie recht habe. Das war wunderbar. Aber sieh nur, wie viele Zutaten übrig geblieben sind. Ja, hätte ich den Kohl gar nicht reinwerfen sollen. Ich habe das Marmeladenglas hineingetan, aber wieder herausgenommen, bevor jemand etwas gemerkt hat. Die ist so dreckig. Das war gut. Diesmal war nichts Seltsames dabei. Hatte sie also recht mit der Marmelade. Komischerweise. Hä? Das war eine gute Fischbrühe, nicht wahr? Eine Fischbrühe. Ja, mit Kohl. Ein Topf schmeckt am besten, wenn ihn sich viele Leute teilen. Das finde ich überhaupt nicht. Alles, was ich koche, schmeckt gut. Ich finde, es sieht nicht so aus, als hätte jemand was davon gegessen. Ich auch nicht. Ich bin so voll, ich habe zu viel gegessen. Ja, vom Rand haben sie nur gegessen. Ja, das war schon kalt. Ich bin satt. Was? Das war nicht wirklich, aber okay. Nun, jetzt, wo ich gegessen habe, werde ich wieder an die Arbeit gehen. Du machst nie Arbeit. Das war lecker und die Eier waren das Beste daran. Das waren meine Eier. Genau wie mein Geruch. Ich habe gar nicht die Gelegenheit gehabt, viel zu essen. Alle haben so schnell gegessen. Ich esse immer so süß. Das hat sich doch prächtig entwickelt. Warte, wenn sich hier was prächtig entwickelt. Basil hat die Kräuter dazu getan. Sie haben den Fischgeschmack überdeckt und das war gut. Aber vielleicht waren es doch ein wenig zu viele. Das weißt du erst, wenn man probiert. Es ist eine Fischsuppe und sie sagt, gut, dass der Fisch nicht da ist. Das hat Spaß gemacht. Tja, lass uns wieder an die Arbeit gehen. Keiner hat gesagt, ey, dein Kohl von Bonn, der war echt der Beste. Ist echt so. Niemand weiß meine Arbeit zu schätzen. Ich habe jahrelang an diesem jetzt noch kurz die Felder kontrollieren. Kohl. Felderkontrolle mit Ustra. Daugi liegt einfach da. Das war's. Ja, das war's. Das sieht man aber wahrscheinlich auch daran, dass irgendwo die Wichtel. Die rennen hier immer noch rum, komischerweise. Wo soll ich mir die Hände waschen, Dada? Im Fischteich. Sind fertig, also. Puh, endlich fertig, Dada. Gut gemacht, Leute, gut gemacht. Da kann man sich mal applaudieren. Gute Arbeit, ja, danke. Auch an euch da draußen, dass ihr das so lange ausgehalten habt, hier zuzuschauen. Und ich hoffe auf viele weitere Folgen, die wir hier zusammen machen. So, es ist wirklich alles getan und gemacht und gestriegelt. Wir gehen jetzt ins Bett, weil, das war anstrengend. Wir haben das Ganze zweimal gespielt jetzt und, jetzt reicht's auch. Jetzt reicht's auch. Habt ihr Vorschläge, Ideen oder sonst was, was vielleicht nicht nur das Projekt, sondern auch zukünftige Sachen betrifft oder Sachen, die ihr gerne mal sehen wollt auf dem Kanal oder so weiter, sagt das doch und sprecht es einfach in die Kommentare oder schreibt es besser gesagt und ja. Dann lasst einen Daumen nach oben da, schaut in die Videobeschreibung, da findet ihr mehr von uns. Bis zur nächsten Folge.